danke, Jesus. Ja, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als Tod und Gewalt. Mein Gott ist größer als Krankheit, als Not und als Leid. Halleluja. Ich bin so froh und so dankbar, dass wir hier unter freiem Himmel heute diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und meine Frau hat mich vorhin gefragt, sag mal, was predigst du eigentlich? Und ich sage, ich habe eigentlich immer nur eine Botschaft. Ich habe immer nur eine Botschaft, die ich predigen kann. Und wenn ich irgendwann mal nicht mehr da bin, dann soll man über mich gesagt haben, der kannte nichts anderes als das Kreuz. Ich glaube, was wollen wir denn zu Ostern überhaupt predigen, wenn nicht das Kreuz des Christus? Ist doch gerade das Kreuz der Ort, an dem sich alles entschieden hat für uns Menschen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber du hast bestimmt deinen Personalausweis dabei oder irgendetwas oder deinen Reisepass und du hast deinen Namen hinter ein Datum gesetzt und es ist eben dieses Datum nach dem Kreuz. Es ist das Kreuz, das die Geschichte neu geschrieben hat. Das Kreuz Jesu Christi. Und das wollen wir hier heute groß machen und darum geht meine Botschaft her und ich danke dir für die Verkündigung jetzt und wir stellen diese Verkündigung jetzt, Herr Jesus Christus, unter deinen Segen und wir bitten dich, Jesus Herr, dass du das Reden und das Hören deines heiligen Wortes an uns segnest, Jesus. Wir wollen dich bitten, Jesus, dass du uns nicht nur die Ohren, die da hören, auftust, sondern auch das Herz und dass du diese Botschaft, dein Wort nämlich, auf die Tafeln unseres Herzens gravierst, Jesus Herr. Wir danken dir, Herr, jetzt schon dafür. In Jesu Namen bitten und empfangen wir. Ich habe meine Botschaft genannt für heute, das Kreuz Christi, Anker, wahre Hoffnung. Und ist es nicht gerade Hoffnung, die wir dieser Tage brauchen, ihr Lieben? Hoffnung ist doch das, was uns fast schon abhanden gekommen ist, gerade auch in dieser wirren Zeit. Und darum geht es, das Kreuz Christi, Anker unserer Hoffnung. Unseren Predigttext finden wir in Markus Kapitel 10. Es sind nur ein paar Verse. Markus 10, 32 bis 34. Ich möchte uns den Text einmal vorlesen und dann werden wir den Text so zusammen betrachten. Dort heißt es, und es geht hier um die dritte Ankündigung von Jesu, seinem Tod und seiner Auferstehung. Markus 10, 32 bis 34. Sie waren aber auf dem Weg, sie, das ist Jesus und seine Jünger, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Und für Bangen darfst du auch das Wort Angst oder große Sorge einsetzen. Da nahm er die 12 nochmals beiseite und fing an, ihnen zu sagen, was mit ihm geschehen werde. Er sagte, siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. 34, und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Das ist unser Text. Und um uns den Text so ein bisschen näher zu bringen, habe ich drei Punkte, die ich mit euch betrachten möchte in dieser Predigt. Und diese drei Punkte sind einmal die Notwendigkeit des Kreuzes Christi. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen, ist der Anspruch des Kreuzes Christi. Und der dritte Punkt ist die Rettung des Kreuzes Christi. Der erste Punkt, die Notwendigkeit des Kreuzes Christi. Man könnte ja fragen, was für einen Sinn hat das Kreuz? Warum musste überhaupt Jesus ans Kreuz gehen? Vers 32, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen, mit großer Angst und mit Sorge. Sie waren aber auf dem Weg nach Jerusalem, heißt es dort. Und man könnte diese ersten Worte des Verses 32 auch passend mit dem Lebensweg eines jeden Menschen vergleichen, mit deinem und mit meinem Lebensweg. Wir alle, ja, ich möchte sogar sagen, die gesamte Menschheit ist dabei, einen Weg zu beschreiten, der uns alle bestimmt ist.
Wir sind alle auf einem Weg des Lebens gehend und so wie Jerusalem für den Herrn Jesus Christus hier in diesen Versen wortwörtlich seine irdische Endstation war, so, meine lieben Zuhörer, alle unter dem Klang meiner Stimme, so gehen wir alle, ob jung oder alt, ob reich oder arm, ob Mann oder Frau, ob Greis oder Kind, ob gläubig oder ungläubig, ja, wir steuern alle geradewegs auf unser irdisches Ende, auf unsere irdische Endstation zu. Und wir alle wissen das ganz genau, ihr Lieben, diese Wahrheit, dass unser Leben einmal hier auf der Erde ein Ende finden wird, ja, diese Wahrheit ist so schrecklich, und man könnte es als Wortspiel bezeichnen, wir sind auf dem Realparkplatz, diese Wahrheit ist so schrecklich real vor unseren Augen, dass wir alles dafür tun, um diese Wahrheit nur beiseite zu schieben und sie zu verdrängen. Um dieser ungemütlichen Realität des Sterbens zu entfliehen, haben wir einen ganzen Industriezweig mit der sogenannten Schönheitsindustrie erschaffen. Ich möchte es einfach mal so sagen, vielleicht als Randnotiz. Der Umsatz mit dekorativer Kosmetik in Deutschland ist in den letzten Jahren von 2004 bis einschließlich 2019 nahezu kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2020 konnten mit Produkten dekorativer Kosmetik in Deutschland insgesamt rund 1,6 Milliarden Euro umgesetzt werden. Der Schlachtruf Forever Young, I wanna be forever young. Ich bin nicht so musikalisch, aber jeder kennt diesen Schlachtruf. Forever Young, I wanna be forever young. Er krächzt wie ein armes Zeugnis unserer hilflosen Versuche, der Realität des Sterbens irgendwie zu entfliehen. Und heute reden ja alle immerzu von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Hat jemand schon mal von wissenschaftlichen Erkenntnissen gehört? Von euch? Habt ihr schon mal wissenschaftliche Erkenntnisse irgendwo wahrgenommen? Und auch ich möchte mich heute mal darin versuchen, wissenschaftliche Erkenntnisse hier zu verlauten. Hochrangige Wissenschaftler haben mithilfe von komplizierten mathematischen Verfahren herausgefunden, dass die Mortalität, nämlich die Sterblichkeit, unter uns Menschen zu 100% zu Buche schlägt. Sie haben herausgefunden, und jetzt hört zu, dass von 100 Menschen 100 sterben werden. Ist krass, oder? Die Mortalität unter uns Menschen schlägt mit 100% zu Buche. Und eben das sagte uns auch schon Gott, der Herr, in seinem Wort lange, bevor die Geburtsstunde der Wissenschaft überhaupt so etabliert war, wie sie es heute ist. Im Hebräer 9,27 heißt es, und so gewiss es dem Menschen einmal bestimmt ist zu sterben, danach aber das Gericht. Ja? Und diese schreckliche Gewissheit sorgt unter uns Menschen für viel Angst und Sorge. Ich komme nochmal zurück auf unseren Predigtext. Sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Angst und Bange, mit Sorge. Und dieses Entsetzen, diese große Angst und Bange spiegelt sich auch heute, gerade in unseren Tagen, wieder in unserer großen Ratlosigkeit im Umgang in dieser Corona-Krise. Ist es nicht so? Die Menschen sind geknechtet von Angst und Bange. Aus Angst vor einem kleinen Virus sollen wir jetzt alle auf einmal Masken tragen. Aus Angst vor einem kleinen Virus sollen wir soziale Kontakte einstellen. Aus Angst vor einem kleinen Virus sollen wir unsere Kranken nicht mehr im Krankenhaus besuchen und unsere Alten sollen wir verarmen und versanden lassen in den Altenheimen. Aus Angst vor einem kleinen Virus werden wir mit Lockdown, Ausgangssperre und wirtschaftlichen Kollateralschäden konfrontiert und müssen uns mehrmals täglich das Mantra unserer Regierenden anhören, dass die Rettung für die Menschheit im Namen wie AstraZeneca oder BioNTech oder Pfizer und Co. liegt. Doch lasst mich euch eins ganz gewiss sagen, ihr Lieben. Auch hier war die Bibel wieder mal schneller als unsere Politiker. Denn es steht geschrieben, es ist in keinem anderen Namen
auch nicht in AstraZeneca, in BioNTech oder Pfizer. Es ist in keinem anderen Namen das Heil. Denn es ist den Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem sie gerettet werden sollen, als nur der Name unseres Herrn Jesus Christus ganz alleine. Und hier kommen wir geradewegs, ihr Lieben, zu meinem ersten Punkt, der Notwendigkeit des Kreuzes Christi. Diese unsere Angst vor einem kleinen Virus ist nur ein Spiegelbild einer viel größeren Realität. Nämlich, wir alle, wir werden gewisslich sterben, ich sagte es. Während sich nämlich nur 0,01% der Menschheit wirklich mit Corona infiziert, ist die bittere Wahrheit diese, dass wir alle, die gesamte Menschheit, zu 100% mit einem viel schlimmeren Virus infiziert sind. Und das ist der Virus der Sünde. Alleine der Virus der Sünde brachte diese eben zuvor von mir erwähnte Mortalität von 100%. Sünde hat 100% Sterblichkeit in unsere Welt gebracht. Und jetzt wirst du sagen, ach komm, mit Sünde habe ich nicht so viel am Hut. Lass mich dich enttäuschen. Nicht dein Urteil über dich selbst zählt, sondern Gottes Urteil. Im 1. Mose Genesis 6, Vers 5 sagt der Herr aber sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Und du denkst dir, ach komm, wir sind doch alles gute Menschen. Nein, 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 der Herr hat recht. Ein Blick in die Tagesthemen, ein Blick in die Medien zeigt uns, der Mensch ist geschwängert mit Bosheit und schlägt seinen Nächsten tot, wo er nur kann. Psalm 51, 7 sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Du und ich, wir sind in Sünde geboren. Wir brauchen nicht einmal Sünde tun, um Sünder zu heißen, sondern wir sind Sünder, weil wir in Sünde geboren sind. Römer 5, 12 sagt darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, ist durch die Sünde auch der Tod und der Tod zu allen Menschen, also 100% Mortalität, hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. Und weil wir alle Gottes Feinde in diesem Sinne sind, weil wir alle gesündigt haben, sagt uns Römer 1,18, denn es wird geoffenbart, Gottes gerechter Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Die Notwendigkeit des Kreuzes Christi erzeigt sich also in unserer hoffnungslosen Situation als zum Tode verdammte, unter Gottes gerechtem Zorn gekommene Sünder. Aber die Botschaft, die wir zu verlauten haben, ist auch diese. Dieser Gott, der zwar zornig auf uns ist durch unsere Schuld und unsere Sünde, er hat kein Wohlgefallen an dem Tod des Sünders. Und weil er will, dass die Menschen gerettet werden von ihren Sünden und gerettet werden vor diesem gerechten Zorn, hat er selbst in Jesus Christus stellvertretend deinen und meinen Platz im Gerichtsstand Gottes eingenommen. Ja, Christus ist in deinen Gerichtsstand getreten und er hat, als deine Anklageschrift verlesen wurde, schuldig in allen Punkten der Anklage, hat er die Hand gehoben. Wir sehen also, das Kreuz war auf jeden Fall notwendig. Und dies bringt uns auch geradewegs zu meinem zweiten Punkt, der Anspruch des Kreuzes Christi. Wir haben jetzt die Notwendigkeit gesehen. Wir sind Sünder und es muss ein Sühnopfer gelegt werden. Das Kreuz ist notwendig. Aber was beansprucht das Kreuz? Vers 33 aus Markus 10, wo wir eben waren. Siehe, wir ziehen hinauf, sagt Jesus, nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den obersten Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden und sie werden ihn zum Tode verurteilen und ihn den Heiden ausliefern. Der Anspruch des Kreuzes Christi, ihr Lieben, geht in zwei Richtungen. Ich beschreibe zuerst eine. Das Kreuz Christi beansprucht oder mit anderen Worten verlangt den Tod Jesu Christi als Gottes
ersehnes Opferlamm, stellvertretend für dich und für mich um unserer Sünden und Missetaten willen. Und genau das ist es. Ostern geht nicht um bunte Eier und einem Osterhasen, sondern Ostern, und auch das Wort ist schon falsch gewählt. Eigentlich ist es das Pessachfest, aber es geht um ein Opferlamm, das gelegt wurde. Kein Osterhase und keine Ostereier, sondern Jesus Christus, Gottes Lamm, das geopfert wurde. Denn so heißt es im 1. Johannes 2,2, und er ist das Sühnopfer. Wir reden von dem Anspruch des Kreuzes Christi. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und übrigens, dieses sagte Gott auch schon vor tausenden von Jahren, lange vor dem das Kreuz überhaupt da war, durch seine Propheten voraus. Im Jesaja 53, die Christen unter uns kennen es sehr gut, Jesaja 53, 1 bis 4 heißt es, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Wer glaubt unserer Verkündigung? Hier und jetzt. Und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart, steht dort. Er wuchs auf, das ist Jesus Christus, er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Ist das nicht das Bild des Herrn? Ist das nicht Jesus Christus, der verlacht und verlästert wird in unserer Welt? Die Bibel hat es schon vor tausenden von Jahren vorausgesagt. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen. Wir sehen hier also klar und deutlich, dass der Anspruch des Kreuzes Christi, den stellvertretenden Tod des Lammes Gottes wegen unserer Schuld und unserer Sünde fordert. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt, Punkt 3, die Rettung des Kreuzes Christi. Vers 34, Matthäus 10, Vers 34. Und sie werden ihn verspotten und geißeln und anspucken und ihn töten. Und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und wer eben aufmerksam zugehört hat, der wird bemerkt haben, ich habe die Verse 5 und 6 aus Jesaja ausgelassen. Denn sie zeigen uns die Rettung durch das Kreuz. Jesaja 53, 5 und 6. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Ihr Lieben, die Strafe, die uns hätte treffen sollen, die Strafe, die uns verdammt hat, der gerechte Zorn Gottes, der für unsere Vernichtung ausgerufen wurde, diese Strafe lag auf ihm. Warum? Damit wir Frieden hätten. Wie? Durch seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Vers 6 sagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe und jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber, Gottes aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ihr Lieben, Gott hat ein Opferlamm erwählt. Und ich finde diese Worte aus dem Buch des Jesaja so trefflich. Beschreiben sie doch eins zu eins unsere Zeit. Wir alle gehen in die Irre wie Schafe. Wir sind aufgeschreckt wie wilde Hühner. Gerade in dieser Corona-Krise. Kein Mensch weiß mehr, was er machen soll. Überall gehen wir ziellos und planlos umher. Maßnahmen werden hier und dort ins Leben gerufen. Und so wahnwitzig und irreführend sie auch sind, sie werden durchgehalten und durchgezogen. Auf den Masken, die wir alle vor unserem Gesicht tragen, hat der Hersteller der Masken selbst hinten drauf gedruckt. Diese Maske schützt so vor ziemlich alles, außer vor Viren und Erreger. Wie hirnrissig ist das? Wir alle gehen in die Irre wie Schafe. Das Wort ist trefflich. Aber Gottes Aber steht da heute. Der Herr warf unser
aller Schuld auf ihn. Kolosser 1,20. Und durch ihn, nämlich Jesus Christus, durch ihn, Jesus, nicht durch Mohammed, nicht durch Buddha, nicht durch Allah, sondern durch Jesus Christus, ganz alleine. Durch Jesus Christus hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Wie? Indem er Frieden machte. Durch was? Durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Ich sagte eben, der Anspruch des Kreuzes Christi geht in zwei Richtungen. Und ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe nur eine Richtung offenbart, nämlich dass Christus sterben musste. Was ist nun die andere Richtung, in der der Anspruch des Kreuzes geht? Ich will es dir sagen, die andere Richtung geht direkt zu dir. Mein lieber Zuhörer, der du unter dem Klang meiner Stimme bist, der du das vielleicht online jetzt siehst, oder durch diese Aufzeichnung, die vielleicht ins Netz gestellt wird. Wo auch immer du bist, der Anspruch des Kreuzes, er geht auch als dich, an dich als Adressat. Diese Rettung durch das Kreuz Christi ist allen Menschen, aller Hautfarben, aller Nationen und Sprachen angeboten. Sie kommt aber nicht automatisch. Die Rettung durch das Kreuz ist kein Automatismus. Das Kreuz Christi beansprucht unsere Reaktion, um es mal mit diesem Schild zu sagen, eine reale Reaktion. So heißt es in der Bibel von der Rettung durch das Kreuz nämlich folgendermaßen. Ihn, Jesus Christus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird. Wie wird die Vergebung und die Rettung Gottes wirksam? Und hier kommt der Anspruch des Kreuzes an dich und an mich. Das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Im Römer 10, 10 bis 11, und ich komme zum Schluss, heißt es, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn, an Jesus, ich sag's nochmal, nicht an Buddha, nicht an Mohammed, nicht an Allah, sondern an Jesus Christus als offenbaren Gott. Jeder, der an ihn glaubt, er wird nicht zu Schanden werden. Und ich möchte jetzt aufrufen, wenn du jetzt das gehört hast und du erkannt hast, dass du ein Sünder bist, und du in den Genuss kommen möchtest der Rettung dieses Gottes, der offenbarten Gnade dieses Gottes, dann möchte ich dir zurufen, komm und nehme den Anspruch des Kreuzes für dich an. Erkenne deine Schuld und deine Sünde vor diesem Gott an. Bekenne ihm deine Schuld und deine Sünde und glaube an das vergossene Blut Jesu Christi zur Vergebung deiner Schuld und deiner Sünde. Siehe, du kannst nichts tun, das möchte ich dir sagen. Du kannst nichts aus deiner eigenen Kraft tun. Du kannst nicht den Jakobsweg auf Knien pilgern. Du kannst meinetwegen hunderte Male nach Mekka pilgern. Es wird nichts bringen. Der Mensch kann nichts dazu tun, von seiner Schuld und Sünde frei zu werden. Du kannst jedes Mal am Abend das Ave Maria singen und beten, wie du willst. Du kannst all dein Geld geben. Gott ist nicht interessiert an unserem Geld. Ihm gehören die Rinder auf den 10.000 Hügeln. Du kannst nichts tun, um errettet zu werden. Das eine, was du tun kannst, das tust du nicht mal aus dir selbst. Es ist Gott, der die Gnade dazu anbietet. Es ist Glaube. Glaube an Jesus Christus. Glaube an diesen Herrn und Heiland. Glaube, dass er deinen Gerichtsstand eingenommen hat. Dass er im Gerichtssaal des Vaters die Hand gehoben hat. Und dass er ausgerufen hat, es ist vollbracht, als er um deiner Sünde willen am Kreuz von Golgatha geschlachtet wurde.
Wenn du glaubst, dass Jesus Christus als Opferlamm für deine Schuld in den Tod gegangen ist, dass er begraben wurde, wie die Schrift sagt, und dass er auferstanden ist am dritten Tage, so wird dir Gott selber durch den Glauben an das Blut Jesu Christi die Gerechtigkeit zusprechen, die vor ihm zählt. Und wenn dann dieser Tag gekommen ist, wenn dann dieser eine Tag gekommen ist, an dem auch du deinen letzten Atemzug tätigen wirst, dann wirst du vor diesem Schöpfer stehen und du brauchst keine Angst haben. Du wirst vor ihm stehen und er wird dich in die Arme nehmen und wird sagen, wohlan, gut gemacht, ziehe ein zur Freude deines Vaters. So komme und nehme das, was Christus getan hat, heute in Anspruch. Glaube an sein vergossenes Blut zur Vergebung deiner Schuld und deiner Sünde. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, Herr, für das, was du am Kreuz getan hast. Wir danken dir, Herr, dass du, Herr, alles entäußert, alles gegeben hast, damit wir frei werden dürfen. Frei von unserer Schuld, frei von unserer Sünde, frei von dem, was uns knechtet und bindet. Herr, wir preisen deinen Namen und wir danken dir für dein Opfer. Vater, für das Lamm Gottes, das du gegeben hast dort am Holz. Wir preisen dich und wir danken dir. In Jesu Namen. Amen. Oh, wie sehr ich sie liebe, oh, in deiner Nähe, aller Lärm vergeht und spricht zu mir. Nur um dich soll es gehen, ich halte inne und höre.